herzlich willkommen wieder mal bei einem Video an den Kleinen. Diesmal ist es wirklich was sehr Persönliches, nicht nur weil der Jahrestag des Kennenlernens mit meiner Frau heute ist. Es ist auch etwas in dem Ort und in der Stadt, die ich wohne. Dieser Ortsteil hier heißt Reckerwinkel. Das hat interessant und dramatisch und irgendwie kurios auch etwas damit zu tun. Ich kenne diese Kirche natürlich schon sehr lange, weil ich ja hier aufgewachsen bin, die Kirche von Reckerwinkel. Und diese Kirche wurde 1935 oder 36 als Dollfuß Gedächtniskirche erbaut. Dollfuß, der Diktator des Austrofaschismus, der ermordet wurde in einem Putsch der Nationalsozialisten, in einem misslungenen Putsch. Und dieser Putsch wurde unter anderem vom Großvater meiner Frau hauptorganisiert, Otto Wächter. Das ist natürlich jetzt nichts Schönes oder irgendwas, auf was man stolz sein muss, nicht? Aber es ist etwas, was irgendwie einfach Zeitgeschichte ist. Und es ist eine interessante kleine Koinzidenz, die uns hier im Pressbaum sozusagen verbindet. Und da drinnen in der Kirche gibt es auf der linken Seite auch noch eine schöne Marmor-Reliefbüste vom Herrn Dollfuß. Der ist ja, nachdem er ermordet worden ist, sozusagen zur Ikone und zum Heiligtum des Austrofaschismus hochstilisiert worden. Und man hat ein paar solche Kirchen errichtet, wie eben hier die in Reckerwinkel oder die auf der Hohen Wand. Oder auch sogar Clemens Holzmeister hat eine in Wien errichtet, eine seiner ersten Bauten, seiner größeren. Ja, so viel zu den Dingen, wo man sich immer wieder mal im Kreis dreht im Leben. Aber wir hoffen, dass es besser wird. Es kann ja keiner was dafür, der jetzt lebt, aber man muss halt immer aufpassen, dass die Dinge sich nicht wiederholen. Und man kann dafür sorgen, dass die Menschen, oder man versucht daran zu arbeiten, dass die Menschen sowas nicht mehr machen. Ne? So ist es. Ich habe